durch die Natur entzückt, durch den Sport begeistert, durchdrungen von der Notwendigkeit, am Adelberg einen bescheidenen Sammelpunkt für die Freunde dieses edlen Vergnügens zu schaffen. Fühlten sich die am Extempore beteiligten Ausflügler bewogen, den Skiclub Adelberg zu gründen? St. Christoph, 3. Jänner 1901. Der Skiclub Adelberg ist einer der beliebtesten seiner Art weltweit. Obwohl er sich schon über tausende Mitglieder freuen darf, werden beinahe wöchentlich neue Mitglieder aufgenommen. Ich fühle mich sehr geehrt und es ist für mich was Besonderes, eben dort jetzt Mitglied sein zu dürfen. Die Aufnahme in den Skiclub Adelberg ist genau reglementiert. Skiclub-Mitglied kann man werden, indem man, wenn man schon länger im Adelberg ist und einen Bezug zum Adelberg hat, einen Bezug zu den Hausgästen, wo man wohnt, kann man ein Skiclub werden. Also es kommen viele Leute, die oft nur Skiclub werden wollen, weil sie die Accessoires kaufen wollen, wie Pullover oder Uhr, was es alles so gibt. Aber die Leute werden eigentlich nicht aufgenommen. Und sie müssen überzeugt sein vom Beitritt des Skiclubs auch, wo sie dabei sind und warum sie dabei sind. Also jetzt war ich erstmal länger nicht mehr da, wegen der Schule und so. Aber früher bin ich total häufig gekommen. Und da war ich eigentlich jedes Jahr hier. Im Prinzip ist das Gesamtpaket. Es ist sicher das tollste Skigebiet in Österreich. Es sind ganz tolle Pisten, es sind auch die Tiefschneemöglichkeiten und natürlich das Adelberg-Hospiz. Der Skiclub Adelberg blickt auf eine lange Tradition zurück. Es ist ja überall niedergeschrieben, dass am 3. Jänner 1901 der sogenannte Jet Set von St. Anton, das war der Wirt von der Post, dann der Bürgermeister und der Bahnhofsvorstand und der Oberlehrer und der Gemeindearzt gemeinsam beschlossen haben, zur Silvesterfeier 2000 auf 2001 in der alten Poststube, beim ersten schönen Wetter gehen wir rauf nach St. Anton, nach St. Christoph und werden dort den Skiclub Adelberg gründen. Und der Gemeindearzt, sagt der Ribitzker, war derjenige, sozusagen der geistige Vater, der schon zu Hause diesen wunderschönen Gründungsspruch kombiniert hat und vorgetragen hat und immer wieder geübt hat, dass er dem so richtig aus der Feder lassen konnte unter dem Erstaunen der anderen anwesenden Mitbegründer. Und natürlich auch damals das Zeichen mit den zwei Skien und dem einen Stock, das heute noch unser wunderschönes Symbol ist. Besonderes Augenmerk wird auf die Nachwuchsförderung gelegt. Nicht umsonst hat der Skiclub Adelberg bereits unzählige Skistars hervorgebracht. Unter ihnen so klingende Namen wie Mario Matt, Patrick Ortlieb, Karl Schranz und viele mehr. Ich glaube nicht, dass er exklusiv ist. Ich glaube, dass er ein sehr populärer Skiclub ist. Einer, der für alle offen ist. Und natürlich für mich als Wirt ist der Skiclub hauptsächlich auch Förderung des Skilaufs und die Begeisterung erhalten für den Skilauf. Wir haben an die 7000 Mitglieder derzeit oder über 7000 Mitglieder in vielen Ländern der Welt. Und ohne Skiclub würde auch nicht das Skilaufen hier im Adelberg so begeisternden Rückhalt haben.